Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Banking Club TV. Wir hatten uns selber vorgenommen, einmal in der Woche die Neuigkeiten aus der Branche zu berichten und Neuigkeiten aus dem Banking Club Ihnen hier über diesen Kanal bekannt zu geben. Heute am Freitag schaffen wir es ganz knapp, dieses Versprechen einzuhalten und haben die Überschrift über dieses Video heute mit dem Thema Image betitelt. Image, weil da wieder einige Dinge gerade im Argen sind. Unter anderem streiten sich gerade einige Bankensektoren um das Thema Geldautomatengebühren. Ja, die Sparkassen und die Genossenschaftsbanken haben ein relativ großes Netzwerk aufgebaut an Geldautomaten für ihre Kunden, aber sicherlich auch für andere. Klar müssen dafür Gebühren entrichtet werden, obwohl einige ja schon durchaus mal andere Banken mit Kreditkartenabhebung etc. vor der Tür haben stehen lassen und gesagt haben, diese Abhebung ist hier gar nicht möglich. Das, denke ich, ist die falsche Praxis. Damit geben wir garantiert ein falsches Bild nach draußen. Es gibt so ein paar Insider-Aussagen, die sagen, so eine Abbuchung kostet guten Euro, wenn man das kalkuliert. Die Privatbanken sagen, sie wollen 1,95 Euro weiter belasten. Und über diese 1,95 Euro wird gerade gestritten, weil das der ein oder anderen Bankengruppe nicht genug ist. Ich denke, kein gutes Bild, was wir da nach draußen geben. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir aus der Krise raus wollen und an unserer Image-Schraube ein bisschen ins Positive drehen wollen, dürfen wir uns nicht mit so einem Geldautomaten-Thema nach draußen unser Image wieder oder weiter kaputt machen. Falscher Ansatz. Wo schrauben wir gerade noch negativ in Richtung Image? Ich würde mal sagen, im hohen Norden. Bei der HSH Nordbank geht momentan auch nicht alles mit rechten Dingen zu. Bespitzelungsaffäre, Videoüberwachung, Wanzen, was weiß ich, was man da in der Presse lesen muss. Man weiß nie genau, wie viel dann wirklich davon wahr ist. Fakt ist, Hilmar Kopper, Ex-Vorstand der Deutschen Bank, wollte als Aufsichtsratsvorsitzender Ruhe in die HSH Nordbank reinbringen. Momentan sieht es nach allem anderen aus als Ruhe. Auch kein gutes Bild, was wir da abgeben, wenn sich Vorstände anscheinend gegenseitig bespitzeln, um die ein oder andere Personalie auf diesem Weg zu lösen. Kein gutes Image. Was kann man tun, um das Image zu verbessern? Da haben wir uns was überlegt. Wir vom Banking Club werden noch im November diesen Jahres einen weiteren Fachkongress starten, zum ersten Mal. Wir nennen diesen Fachkongress Innovations for Banks und wollen zeigen, dass unsere Branche alles andere als dröge und langweilig ist, dass in den Kämmerlein des ein oder anderen Studenten, des ein oder anderen Start-up-Unternehmens, auch größerer Unternehmen durchaus Technologien gebastelt werden, die eindeutig zeigen, dass wir eine Innovationsbranche sein können, was das Thema Sicherheit, IT, Technik und so weiter angeht, Geschäftsmodelle. Wir wollen diese Dinge zeigen an anderthalb Tagen und wollen interessierten Bankern einen Einblick geben in sozusagen die Zukunftsthemen, die gerade in den Labors der verschiedenen Unternehmen gestrickt werden. Die ersten Partner stehen fest, der Termin steht auch fest. Schauen Sie mal nach unter www.bankingclub.de, da unter dem Reiter Termine finden Sie alle Termine oder viele Termine der Bankbranche. Da finden Sie auch unsere eigenen Termine, auch unsere Kongresstermine und die ersten Informationen zu unserem Innovationskongress. Sie sind herzlich eingeladen. Wenn Sie weitere Informationen brauchen, sprechen Sie uns an, auch als Partner. Wenn Sie da mitmixen wollen, sprechen Sie uns an. Wir haben da ein Ohr und sind da mit Ihnen auf dem Weg, einen spannenden Kongress zu entwickeln. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt eine innovative Zeit. Ein schönes Wochenende und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis bald. Tschüss.